For the next talk, we will switch to German again. Der nächste Talk wird gehalten von David Pieper, Data Scientist für Griff Bürgel mit dem Titel Betrugsprävention neu denken. Dank künstlicher Intelligenz und verhaltensbasierter Biometrie beschreibt er in seinem Talk, wie es gelingen kann, dank verhaltensbasierter Biometrie ein Mehr an Sicherheit im Online-Bereich zu bieten, ohne auf Lasten der User Experience zu gehen. Wir wünschen spannende Insights. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Vortrag über Betrug und Betrugsprävention. Bevor ich auf das eigentliche Thema Betrugsvermeidung zu sprechen kommen möchte, möchte ich Ihnen gerne zunächst etwas über Betrug im Allgemeinen und die verschiedenen Betrugsarten im Speziellen präsentieren. Hier geht es letztendlich um die Verhaltensweisen von potenziellen Betrügern im Internet, mit denen Sie es zuweilen schaffen, in Ihren Online-Shops Waren unrechtmäßig zu bestellen und dann eben nicht zu bezahlen. Ich habe Ihnen auf dieser Folie, die Sie hier gerade sehen, eine Pyramide dargestellt. Ich verwende diese Symbolik sehr gerne und häufig, um die Art und Weise zu visualisieren, wie Betrug heutzutage aufzugliedern ist. Letztendlich können Sie sich das so vorstellen, je weiter oben die Ebene, desto komplexer ist das jeweilige Betrugsmuster. Wir haben auf den unteren Ebenen die Arten von Betrug, die jeder einigermaßen versierte Internetnutzer zu bewerkstelligen weiß. Das kann zum Beispiel sein, dass man seine Antragsdaten variiert. Das heißt, man spielt mit dem Namen, man spielt mit der Anschrift, man spielt mit der E-Mail-Adresse, man variiert das Geburtsdatum, man probiert verschiedene Kombinationen und merkt dann eben irgendwann, dass man mit bestimmten Daten bei mehr Shops eine Chance hat als bei anderen. Risiko aus Sicht des Betrügers ist, dass natürlich bei diesen relativ unkomplexen Arten des Betruges die Chancen nachher noch relativ hoch sind, dass tatsächlich ein Inkassobüro am Schluss dem Betrüger auf die Schliche kommt. Das bedeutet wiederum, dass es natürlich auch etwas ist, was nachher dann die ganze Rechnung aus Sicht des Betrügers kaputt macht. Das heißt, wer wirklich professionell vorgeht, geht eine Stufe weiter. Und was wir eben festgestellt haben, das war vor ungefähr 2 Jahren, dass wir vermehrt Betrugsversuche mit komplett fiktiven Identitäten beobachtet haben auf unseren Plattformen. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Man muss sich eine Identität konstruieren als Betrüger, die wirklich absolut fiktiv ist. Ich meine, fiktiv sind sie alle irgendwie, aber absolut fiktiv, damit meine ich, es muss wirklich jedes Detail dieser Identität erlogen sein. Das bedeutet, Name, Vorname, Nachname darf es so nicht geben. Es darf überhaupt keine Beziehung zu meinen eigenen Daten bestehen. Und natürlich auch, die Anschrift muss eine andere sein, weil wenn ich meine eigene Anschrift angebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man mich irgendwann unter genau dieser Anschrift eben auch findet. Das heißt, es haben sich irgendwann so Netzwerke aus Betrügern gebildet, die es ziemlich gut verstanden haben, solche fiktiven Identitäten zu konstruieren und waren damit auch relativ erfolgreich, bis dann eben die ersten Methodiken seitens der Betrugserkenner, also seitens uns, entstanden sind, um derartige Machenschaften zu erkennen und damit eben auch zu unterbinden. Wenn man jetzt noch eine Stufe professioneller sein möchte, dann erfindet man keine Identitäten mehr, sondern man benutzt real existierende Identitäten, die im Idealfall auch sehr gut bewertet sind aus Bonitätssicht und bestellt dann auf deren Namen. Das nennt man dann gerne Identitätsdiebstahl oder auch verkürzt Identitätsklau. Wie funktioniert das Ganze? Sie schauen sich als Betrüger in Ihrem Viertel um, gucken sich Häuser an, die relativ, sagen wir mal, jetzt nicht gediegen, aber die vertrauenswürdig aussehen und schauen dann einfach, wer da wohnt. Und dann verwenden sie deren Namen. Wenn sie sich noch ein bisschen mehr Mühe geben wollen, dann schauen sie auch, was das reale Geburtsdatum von der Person ist. Und das Einzige, was sie von sich selber nehmen, ist eine E-Mail-Adresse. Allerdings natürlich nicht ihre normale E-Mail-Adresse, sondern sie bauen sich eine neue. Das geht ja relativ einfach heutzutage.
Und dann bestellen sie auf diese Identität, dann bestellen sie auf die zweite Identität, die sie sich auf gleichem Wege ergaunert haben und so weiter. Und dann kommen irgendwann die Inkassomahnungen an die nichtsahnenden Opfer dieses Vorgehens. Und die müssen dann schauen, wie sie die Inkassobüros wieder loswerden. Das ist die ganze Idee dahinter. Die Produkte am Schluss, das wissen Sie wahrscheinlich selber, die kann man dann sehr gut weiterverkaufen, sei es über eBay oder über andere Plattformen, da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich gerne übergehen möchte, von dem, sag ich mal, von dem Problem, von der Problemstellung hin zur Lösung. Das heißt, hin zur Fragestellung, wie kann man dann selbst diese professionellen Betrugsakte oder Betrugsversuche erkennen und unterbinden? Zunächst einmal das Stichwort Machine Learning, das werden sehr viele schon mal gehört haben, auch künstliche Intelligenz, da gibt es eine gewisse Überschneidung, aber es ist, ich sag mal so, die Unterscheidung Machine Learning, künstliche Intelligenz ist eine relativ fachlich-analytische. Im Business-Kontext würde ich sagen, kann man die beiden schon als ungefähr gleichwertig beurteilen. Es gibt verschiedene Algorithmen, die alle letztendlich das gleiche Ziel haben, nämlich mit sehr hohem Optimierungsgrad sämtliche in den Daten verborgene Informationen zu extrahieren. Das ist letztendlich genau das, was Sie auf der rechten Seite unten sehen. Aber, und deswegen gibt es ja auch noch eine linke Seite, der Algorithmus ist nicht alles. Fast noch wichtiger sind eigentlich die Daten, die dahinter stehen. Denn Sie können einen Machine Learning Algorithmus sehr einfach trainieren, wenn Sie ein bisschen mathematisch-statistisches Verständnis haben. Das Problem ist, wenn die Daten, auf denen Sie dieses Modell anlernen, nicht gut genug sind, das heißt nicht eine nicht ausreichende Abdeckung aufweisen und nicht granular genug sind, das heißt eben nicht weit genug in die Tiefe gehen und nicht genügend Datendimensionen haben, das heißt, wenn der Blickwinkel zu schmal ist, dann werden Sie mit einem Machine Learning Algorithmus relativ wenig erreichen. Das heißt, es ist immer die Kombination aus beidem. Und wenn Sie das dann gut machen, dann kriegen Sie am Schluss das, was oben zu sehen ist. Sie stecken eine Anfrage rein, es kommt so eine Art Tachonadel raus. 0-100% Ausfallwahrscheinlichkeit oder Betrugswahrscheinlichkeit, je nachdem, wie Sie es sehen. Und dann kommt am Schluss eine Ampelentscheidung raus, die Ihnen sagt, annehmen, nicht annehmen oder vielleicht annehmen, das heißt nochmal manuell draufschauen. Das geht dann alles. Das ist letztendlich so der Überbau, die Idee hinter dem Ganzen. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, dann sehen wir, wie das Ganze von der Komplexität her einzuordnen ist. Sie sehen hier in Form dieser Pflänzchen, die Pflänzchen werden nach rechts immer größer, da sehen Sie schon, da steigt die Komplexität. Die linken beiden Stufen, das sind die Basisstufen einer Risikosteuerung. Das kennen Sie wahrscheinlich auch schon, als Ihr Online-Shop angefangen hat, da ging es wahrscheinlich auf diese Art und Weise los oder Sie überlegen sich gerade erst zu starten, dann werden Sie sich vielleicht erst einmal diese Stufen anschauen, weil das wirklich die absolute Basis ist. Damit können Sie Risikomanagement betreiben, aber Sie werden natürlich viele komplexe Muster damit nicht erkennen und abdecken. Trotzdem ist es ein guter Einstieg. Stichwort Negativmerkmale. Sie beziehen von einer Auskunft drei Negativmerkmale zum Beispiel. Als nächstes käme dann eben ein Regelwerk, wo Sie einfache Wenn-Dann-Regeln formulieren und dann geht das eben sukzessive weiter. Und dann sind Sie irgendwann in dem orangen Bereich, wo Sie dann zum Beispiel einen Bonitätsscore verwenden oder wo Sie dann zunehmend eben auch in Richtung Betrugsregeln gehen. Das heißt, Wenn-Dann-Regeln, die aber schon im Hintergrund komplexe mathematische Modelle laufen haben. Das heißt, Sie verwenden schon die Aussage von mathematischen Modellen, um Betrug zu erkennen. Und wenn Sie dann richtig professionell vorgehen wollen, wenn Sie wirklich in Richtung Identitätsdiebstahl gehen wollen in der Erkennung, dann brauchen Sie eben das Thema Machine Learning. Das heißt, hochgradig optimierte mathematische, statistische Algorithmen, die es schaffen, wie ich es vorhin formuliert habe schon, die kleinste und noch so gut verdeckte Information in den vorliegenden Daten auszunutzen und damit eben eine trennscharfe Vorhersage zu treffen. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Wenn Sie ein Machine Learning Modell auf guten Daten individuell trainieren, dann werden Sie eine extrem hohe Trennschärfe erreichen. Damit können Sie Identitätsdiebstahl erkennen, natürlich nicht jeden, aber einen Großteil der Betrugsfälle und damit Business Cases erreichen, die wirklich weit über dem sind, was Sie mit dem klassischen Score zum Beispiel oder einem Regelwerk bewerkstelligen können.
Jetzt ist es so, dass das Ganze natürlich wie so oft einen kleinen Wermutstropfen mit sich bringt. Die Frage ist nämlich immer, wie kriege ich das Ganze am Schluss deployed? Also sprich, wie kann ich das Ganze so einstellen, dass dieses Modell nicht nur abstrakt existiert, sondern in Echtzeit im Antragsprozess eingebunden ist. Also sprich, Zahlartenauswahl, dann geht über die Schnittstelle die Anfrage zu dem Modell, das Modell läuft und gibt innerhalb kürzester Zeit das Ergebnis zurück. Das ist nicht so einfach, da benötigt man einen gewissen technologischen Unterbau. Das Schöne ist, diese Möglichkeiten existieren bereits. Wir haben sie in unserem Hause entwickelt oder nicht entwickelt, wir haben sie implementiert. Das heißt, wir haben die Software, die auf dieser Folie dargestellt ist, in der richtigen Art und Weise konfiguriert, miteinander verschaltet und in unseren Antragsprozess integriert. Das ist alles auf dem Markt verfügbar. Diese Methoden, die kann man nutzen. Das ist alles erprobt, das funktioniert sehr gut. Man braucht natürlich nur die entsprechende Expertise dann auch im Hintergrund. Wie sieht das Ganze ganz high-level formuliert aus? Wir haben auf der einen Seite den Data Scientist, der das Modell baut. Der Data Scientist muss natürlich geschult sein, der muss eine hohe Erfahrung aufweisen, um ein solches Modell auch wirklich mit maximaler Trennschärfe generieren zu können. Da gibt es einige Fehler, die man machen kann, die das Modell dann auch wirklich komplett entwerten können. Also da muss schon die entsprechende Expertise dahinter sein. Und dann aber eben, darauf will ich eigentlich raus, und der zweite Teil, das Ganze muss integriert werden. Das heißt, wir haben noch einen Entwickler, der dann das, was der Data Scientist ihm gibt, über das System, über die Entwicklungsplattform, dann in den Antragsfluss integriert. Und dann ist für Sie auf der Abnehmerseite, sieht das letztendlich aus wie eine ganz normale Regel. Das ist dann eine Wenn-Dann-Regel. Wenn Machine Learning über einen gewissen Wert, über einen gewissen Risikowert, dann ablehnen. Das heißt in der Nutzung wirklich exakt so wie eine ganz normale Regel. Das Komplexe läuft im Hintergrund. Das ist das Charmante daran. Das heißt, sobald das Ergebnis über die Schnittstelle transferiert wird, sieht das für Sie nicht mehr anders aus als jede normale Regel auch. Ich möchte gerne auf der nächsten Folie auf das Thema Continuous Deployment eingehen. Das klingt jetzt vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, extrem technisch und vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ich möchte es nur ganz kurz anschneiden, einfach deswegen, weil es zu einem Trendwort geworden ist in der Branche. Was bedeutet es? In aller Kürze, Continuous Deployment heißt, man hat ein Machine Learning Modell zur Betrugserkennung und das wird in regelmäßigen Abständen neu trainiert unter Hinzunahme jeweils aktueller Trainingsdaten. Klingt sehr charmant, einfach deswegen, weil man damit natürlich sicherstellt, dass man zum Beispiel jede Woche ein brandneues, brandaktuelles Machine Learning Modell hat, mit dem man sämtliche, möglicherweise neu hinzugekommenen Betrugsmuster, Spezifitäten in den Betrugsmustern dann auch wirklich abdecken kann. Allerdings verleitet es auch dazu, sich zu sehr auf diesen Automatismus zu verlassen. Ich plädiere aktuell dafür, mehr in Richtung stabiler Machine Learning oder KI-Modelle zu gehen, die man schon von vornherein mit dem Fokus entwickelt, dass sie über eine lange Zeit hinweg laufen. Nichtsdestotrotz gehen beide Möglichkeiten. Es hängt wirklich vom Anwendungsfall ab. Es hängt davon ab, was Sie konkret machen wollen. Auf welche Art von Betrug Sie schauen, in welcher Subbranche Sie unterwegs sind. E-Commerce ist ja auch nicht gleich E-Commerce. Hängt auch ein bisschen vom Produktportfolio ab, was für Betrugsarten da vor allem bestimmend sind. Ich möchte Ihnen einfach nur mitgeben, als Take-Home-Message, es gibt diese beiden Möglichkeiten. Man kann es nutzen, das ist technisch alles möglich, ist alles implementiert, aber man muss es nicht zwingend machen, nur weil es ein Trendwort ist. Jetzt sind wir viel durch die Theorie gegangen. Ich habe Ihnen erklärt, was es für Betrugsmuster gibt, wie die Betrugsmuster zu strukturieren sind, wie sie aufeinander aufbauen. Dann habe ich Ihnen erklärt, wie man solche Betrugsmuster in der Erkennung, in der Vermeidung angehen kann, was die technologischen Grundlagen sind, was der heutige Stand der Technik ist. Und jetzt möchte ich gern zum Schluss auf das eigentlich ja spannendste Thema eingehen, nämlich die Fragestellung, wie sieht das Ganze im Business Case aus? Ne? Ganz konkret, was kommt raus, wenn ich das tue? Die nächste Folie
rollt dieses Thema im Prinzip gleich mit ganz konkreten Werten auf. Sie sehen hier eine Grafik. Diese Grafik haben wir erstellt, basierend auf realen Daten, realer Performance, realen Ausfall- und Betrugsdaten von einem E-Commerce-Händler, den ich natürlich in dieser Runde nicht nennen darf. Da geht die Vertraulichkeit natürlich über alles. Nichtsdestotrotz sind diese Daten real und sie sind auch repräsentativ. Das heißt, es ist kein Ausschnitt, sondern es ist wirklich ein breiter Schnitt durch das jeweilige Antragsportfolio. Und was Sie sehen ist, 4 Linien, 2 davon sind Scores von unseren Wettbewerbern, die ich jetzt hier auch nicht explizit benennen werde. Die 3. Linie, das ist diese orangene Linie, das ist unser Standard-Bonitätsscore, den wir sehr erfolgreich einsetzen, der aber, wie wir gleich sehen werden, nochmal deutlich schlechter ist als das Machine Learning, das ist diese goldene Linie, die quasi rechts unten verläuft. Was Sie hier sehen ist Ausfallquote gegenüber Annahmequote. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn Sie eine Strategie haben, eine Risikostrategie beziehungsweise ein Score oder ein wie auch immer geartetes Risikomanagementmodell, dann können Sie das ja immer justieren. Sie können einen Schwellenwert, einen Cut-off setzen. Je nachdem, wie Sie den verschieben, verändert sich nicht das Modell an sich, sondern der Fokus verändert sich. Entweder Sie setzen den Fokus auf eine hohe Reduktion des Ausfalls, das heißt, Sie gehen auf der senkrechten Achse links nach unten, oder Sie setzen den Fokus auf eine hohe Annahmequote. Sie gehen auf der horizontalen, also auf der unteren waagrechten Achse nach rechts. Und die Linien, die hier eingezeichnet sind, geben quasi einfach alle Möglichkeiten wieder. Das heißt, Sie werden sich, wenn Sie zum Beispiel unser ML-Modell verwenden, werden Sie sich auf dieser goldenen Linie bewegen und können sich aussuchen, ob Sie weniger Ausfall oder mehr Annahme haben wollen. Und jetzt kann man vergleichen, was passiert, wenn ich von einem Modell zum anderen wechsle. Also sprich, ich starte mit der orangenen Kurve, das ist unser Bonitätsscore, und wechsle zum Machine Learning Modell. Ich gehe senkrecht nach unten, das heißt, ich bleibe bei einer Annahmequote von ungefähr 82% und schaue dann, was mit dem Ausfall passiert. Und dann sehe ich, der Ausfall geht von 1% auf 0,7% zurück. Das heißt, wir haben eine Reduktion um 30%. Das ist eine Zahl, die man sich einfach mal vorstellen muss vor dem inneren Auge. 1% auf 0,7%, 3 Promillepunkte, 30% Unterschied. Das bedeutet, wenn Sie 1000 Ausfälle hatten, werden Sie danach noch 700 haben. Das macht sehr viel aus, wenn man bedenkt, dass die Daten, die einfließen, genau die gleichen sind. Und das ist jetzt keine Werbung für uns als Firma, sondern das ist ein Argument dafür, dass es sich eben lohnt, Machine Learning generell einzusetzen. Wir haben einen Score und wir haben Machine Learning auf denselben Daten entwickelt und das Machine Learning reduziert den Ausfall um 30%. Das ist letztendlich die Nachricht, die ich Ihnen hier überbringen möchte. Das ist das, was Machine Learning wirklich kann und womit es sich auszeichnet gegenüber herkömmlichen Scoring-Verfahren. Gerne möchte ich Ihnen quasi ergänzend zu dieser Grafik ein paar Ideen mitgeben, warum es sich überhaupt lohnt, Betrugserkennung zu machen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ziemlich trivial. Klar, man spart die Ausbuchung. Das ist ja auch als ein Punkt aufgelistet deswegen. Aber es gibt noch mehr. Ein Punkt ist die Reputation. Es spricht sich herum. Wir kennen das von einigen unserer Kunden, die uns das auch wirklich so erzählt haben. Wenn ein Shop ein Betrugsproblem hat, dann spricht sich das rum. Und zwar unter den Kunden, die Opfer geworden sind, zum Beispiel von Identitätsdiebstahl. Die erzählen das dann rum, sagen, hier bei Shop XY, geh da lieber nicht hin. Wenn du bei denen auf der Kundenliste stehst, wer weiß, dann wird deine Identität geklaut und dann kriegst du nachher Mahnung ohne Ende. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Das andere Problem hängt damit ein bisschen zusammen. Rechtliche Problematiken. Streng genommen ist ein Versandhändler, ein Onlineshop verpflichtet, seine Kunden zu schützen vor ungerechtfertigten Mahnungen. Wenn ich jetzt Stammkunde bin und ich bekomme eine Inkassomahnung, weil ich angeblich bei einem Shop bestellt habe, was ich aber gar nicht getan habe, könnte ich mir einen Anwalt nehmen und würde wahrscheinlich auch ziemlich gute Chancen haben. Es gab ja schon dementsprechende Gerichtsurteile. Das heißt, Identitätsdiebstahl ist ein Thema, was eben nicht nur klar in die Gewinn- und Verlustrechnung zielt am Schluss, sondern eben auch auf einer anderen Ebene sich abspielt. Und deswegen sollte man dieses Thema wirklich angehen, mit Hilfe von Machine Learning.
Auf der nächsten Folie habe ich nochmal so eine, ja, ich sag mal, eine etwas weitergehende Idee aufbereitet, die Ihnen visualisieren soll, wie man das Thema Betrugsvermeidung noch aus einem breiteren Blickwinkel angehen könnte. Und zwar wirklich mit dem Blick auf den gesamten Business Case. Und zwar kann man ja folgendermaßen vorgehen. Man sagt als Versandhändler, ich möchte eigentlich gerne meine Annahme erhöhen. Dann stellt sich die Frage, wieso soll ich denn jetzt eine Betrugsregel schalten? Die lehnt ja ab. Das heißt, die verringert die Annahme. Argument aus meiner Sicht ist, Sie gehen zweistufig vor. Sie schalten eine Betrugsregel, tun sich damit die harten Betrüger raus und öffnen im nächsten Schritt die Strategie auf der Bonitätsseite. Das bedeutet, da, wo Sie dann auch noch im Inkassoverfahren relativ gute Chancen in der Eintreibung haben, da öffnen Sie. Und das wird aber erst dadurch ermöglicht, dass Sie vorher bei den Betrügern abgeschnitten haben. Das ist ein Verfahren, das wir jetzt schon ein paar Mal angewendet haben, was sehr, sehr gut funktioniert. Einfach, weil es eben, das ist wirklich, das schaut in alle Richtungen. Es ist insofern vollkommen nachhaltig. Sie machen sich nicht die Annahme kaputt, sondern Sie schauen in beide Richtungen gleichzeitig. Und deswegen eben auch dieses Dreieck rechts, das ist eine Optimierungsaufgabe. Sie wollen minimalen Ausfall bei maximaler Annahme, die klassische Quadratur des Kreises. Und das können Sie tatsächlich erreichen, indem Sie eben Machine Learning mit einer klassischen Öffnung der Risikostrategie im Bonitätsbereich kombinieren. Ja, zum Schluss möchte ich dann gerne noch einmal auf unser Angebot zurückkommen, auf unser Angebot als Wirtschaftsauskunftsteil Griff Bürgel, dass wir für Sie zur optimalen Betrugserkennung und zum optimalen Risikomanagement zusammengestellt haben. Wie ich es eingangs schon gesagt hatte, geht es nicht nur um die Produkte an sich, sondern ein ganz wichtiger Bestandteil sind eben immer auch die Daten, auf denen diese Produkte dann basieren. Nochmal kurz zur Erinnerung, wenn ich Machine Learning betreibe, dann basiert dieses Machine Learning natürlich auf den Daten, die fürs Anlernen dieses Machine Learning Modell verwendet worden sind. Diese Daten sind deswegen von größter Wichtigkeit. Wir als Griff Bürgel sind stolz auf eine breite Abdeckung der deutschen Bevölkerung und zwar eben nicht nur Abdeckung, sondern auch in viele Richtungen. Stichwort Multidimensionalität. Wir haben zahlreiche Datenquellen, wir haben zahlreiche Variablen, zahlreiche Datenfelder, die wir mit diesen Datenquellen befüllen. Und wir haben auch eine sehr hohe Granularität. Das bedeutet, wir schauen sehr tief hinein in die Daten. Wir beziehen Rohdaten, die wir dann in verschiedenen Aggregationsschritten aufbereiten. Auf dieser Folie sind sehr, sehr viele verschiedene Arten von Daten oder auch Datenquellen aufgelistet. Die möchte ich Ihnen gar nicht im Detail vorlesen. Es soll einfach so ein bisschen einen Eindruck geben, worum es bei uns geht. Das eine sind ganz klar natürlich die Adressdaten. Es geht aber auch um Daten von Inkasso-Unternehmen. Es geht um E-Mail-Daten. Es geht aber auch zum Beispiel um Warenkorbdaten. Wenn wir jetzt von Ihnen über eine eingerichtete Schnittstelle Daten aus Ihrer Kundenliste oder auch aus Ihrem Antragsprozess in Bezug auf Produktgruppen zum Beispiel, Produktarten, Produktnummern, wenn wir das von Ihnen beziehen, das sind ja zahlreiche Datenfelder, die da theoretisch in Betracht kämen. Das würden wir dann mit Ihnen individuell besprechen, was am sinnvollsten ist für Ihren Business Case. Diese Daten hätten wir dann zusätzlich zu unseren eigenen zur Verfügung. Ja, und was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, ist eben das Thema digitale Identität, Stichwort Behavioral Biometrics. Was verbirgt sich dahinter? Da geht es darum, das Verhalten des Nutzers im Webshop auszuwerten und zu bewerten. Das bedeutet ganz konkret, wenn ich einen Identitätsdieb habe, dessen physische Identität kenne ich nicht. Das heißt, das Einzige, woran ich mich festhalten kann, ist ja die digitale Identität. Das fängt mit der E-Mail-Adresse an und hört mit seinem Device und mit seinem Verhalten im Webshop auf. Und das ist das, was tatsächlich real ist, weil ohne Gerät, ohne Device kann der Betrüger nicht agieren. Das heißt, da weiß ich auf jeden Fall, das ist real. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu beleuchten und eine trennscharfe Bewertung auf dieser Basis zu erstellen. Das kann zum Beispiel sein, auszuwerten, was für einen Browser derjenige benutzt. Ganz einfaches Beispiel. Kann aber auch komplizierter bedeuten, dass die Tastaturfrequenz ausgewertet wird. Oder eben auch mit der Maus. Wie schnell er mit der Maus agiert, wie schnell er Formularfelder ausfüllt zum Beispiel. Das ist alles Teil
der digitalen Identität und kann heutzutage eben trennscharf beobachtet und damit dann eben auch evaluiert werden. Und damit sind wir tatsächlich jetzt auch schon bei der letzten Folie angelangt. Sie sehen hier unsere Produkte in Gruppen zusammengefasst. Auf der rechten Seite so ein bisschen gestrichelt, umrandet. Das Thema, auf dem quasi alles basiert, das ist die Bewertung der physischen Identität, beginnt mit dem Identitätscheck. Das heißt, die Antragsdaten werden gematcht auf unseren Datenschatz. Es wird also geguckt, wer ist diese Person? Identitätsmatching. Und auf dieser Basis kommt dann der Risk-Check. Das heißt, alles, was mit der Bonitäts- oder allgemeinen Risiko und dann vor allem spezifisch dann Betrugsbewertung der Person zu tun hat. Stichwort Bonitätsscore, Stichwort aber eben auch Machine Learning zur Erkennung von Antragsbetrug, im Speziellen dann Identitätsdiebstahl. Auf der linken Seite sehen Sie die digitale Identität, ich hatte es vorhin ja schon kurz erwähnt. Das läuft bei uns separat, das sind zwei Blöcke, physische und digitale Identität. Es hat sich herausgestellt, dass es sinnvoll ist, diese auch separat zu evaluieren, das ist auch für Sie nachher gut, als Kunde, als Abnehmer dieser Information, weil Sie dann auch in unserem Frontend, Hawkeye, was wir Ihnen auch zur Verfügung stellen, dann diese beiden Aspekte getrennt voneinander sehen und dann auch gegebenenfalls in der manuellen Nachprüfung schauen können, ah, interessant, hier war die physische Identität jetzt nicht so verdächtig, dafür die digitale oder eben auch umgekehrt oder beide waren verdächtig und können dann selber so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wie unsere Teilproduktmodule eben funktionieren und wie sie miteinander agieren. Deswegen eben hier die Botschaft, wir betrachten physisch und digital stets getrennt und führen es aber dann am Schluss zu einer kongruenten und konsistenten Strategie zusammen, die Ihren Business Case bestmöglich maximiert. Und damit möchte ich gerne schließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Grundsätzlich kann man beides machen. Es geht, wenn ich weiß, dass Machine Learning trennscharfer ist als eine herkömmliche Risikosteuerung, spricht erstmal nichts dagegen, sie komplett abzulösen. Dennoch plädiere ich dafür, Machine Learning additiv zu verwenden, also eben punktuell als Zusatz zu einer bestehenden Strategie. Denn wenn Sie es so machen, dann haben Sie, dann ist das Gesamtsystem besser durchschaubar für Sie, auch in der manuellen Prüfung. Dann haben Sie einen Großteil der Entscheidungen, der auf herkömmlichen Regeln getroffen wird. Und am Schluss haben Sie dann eben noch zur Betrugserkennung dieses Machine Learning Modul und wissen dann für sich, immer wenn die Machine Learning Regel getroffen hat, dann ist es Betrugserkennung. Das ist intern, das ist auch die Rückmeldung, die wir vom Kunden übrigens bekommen haben, intern ist es deutlich praktischer, so zu machen. Natürlich kann man Machine Learning auch nachvollziehbar machen. Das heißt, es gibt mittlerweile auch Algorithmen, die dann eine Machine Learning Entscheidung quasi von hinten her wieder aufzäumen und dann Ihnen als Anwender sagen, welche Kriterien für die Entscheidung relevant waren. Dennoch ist es so, dass wenn Sie ein klassisches Regelwerk vorne haben, das einen Großteil der Entscheidungen trifft, Sie da dann schon einfach eine höhere Transparenz haben und auch für die interne Bewertung besser aufgestellt sind. Aber das ist subjektiv, das kann man auch anders sehen. Das ist natürlich eine sehr interessante und wichtige Frage. Kann man schwer sagen. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab. Also wir als Griff Bürgel bieten zwei getrennte Machine Learning, Produkte an. Das eine ist das klassische individuell trainierte Machine Learning Modell. Das andere ist ein sogenanntes Container Modell, was einmal entwickelt wurde auf einer breiten, aussagekräftigen Datenstichprobe. Und was man einfach mit Plug and Play einschalten kann. Dafür muss tatsächlich die Anfragezahl nicht allzu hoch sein. Dennoch ist es natürlich so, dass man am Schluss im Business Case den Effekt bei einer zu kleinen Anfragezahl nur relativ schwer erkennen kann. Das heißt, da ist der Hebel einfach nicht groß genug. Je größer die Anfragezahl, desto besser. Aber mit diesem generischen
Container-Machine Learning-Modell, Stichwort Plug and Play, haben wir eben auch auf unserer Seite sehr geringe Aufwände, sodass wir auch bei relativ wenigen Anfragen hier für Sie einen guten Business Case bauen können. Das ist im Prinzip, hängt ein bisschen mit der Frage von gerade eben zusammen. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie ein Plug-and-Play-Modell verwenden, was für eine ganze Branche, in diesem Fall jetzt E-Commerce, optimiert wurde, dann ist das sehr, sehr wenig Aufwand. Dann sind wir hier im Bereich von einem Tag, maximal zwei Tagen. Das ist dann wirklich nur die rein technische Aktivierung und natürlich auch die Abstimmung mit Ihnen, was Sie halt wollen, was Ihre Präferenzen im Detail sind. Wenn man ein individuelles Modell entwickelt, dann dauert es natürlich länger. Allerdings ist es auch da so, dass man natürlich da sich wieder auf die Expertise der Data Scientists dann verlassen kann, die das regelmäßig machen und die wissen, worauf sie schauen müssen. Aber das ist schon so, dass einige Tage an Arbeit hier zusammenkommen. Der genaue Wert ist schwer so konkret festzumachen, weil es wirklich auch vom jeweiligen Fall abhängt. Stichwort: sollen kundenindividuelle Daten verwendet werden, zum Beispiel Kundenlistendaten, getätigte Umsätze beispielsweise, oder sollen Warenkorbdaten verwendet werden? Das sind alles Sachen, die das natürlich ein bisschen komplexer machen, aber grundsätzlich ja, einige Tage ist, denke ich, hier eine gute Richtschnur. An der Stelle verweise ich gerne auf die Grafik, die ich vorhin gezeigt habe, nochmal, wo wir eben gesehen haben, dass wir gegenüber einem normalen Bonitätsscore die Ausfallquote bei konstanter Annahmequote um 30% absenken können. Natürlich muss ich jetzt dazu sagen, dass solche Werte immer mit Vorsicht zu genießen sind. Es hängt sehr stark davon ab, wie das aktuelle Antragsportfolio ist in Ihrem Webshop. Das heißt, was haben Sie für ein Produktportfolio, was haben Sie für eine Marketingstrategie, was ziehen Sie für Kunden an? Und am Schluss eben, haben Sie eine Kundenklientel oder ist ein Teil Ihrer Kundenklientel problematisch in Bezug auf betrügerische Aktivitäten? Da gibt es Unterschiede. Das hängt auch von der Subbranche ab. Zum Beispiel sind es Elektroartikel da natürlich gefährdeter als zum Beispiel, sag mal, Modeartikel für das mittlere Alter. Das zeigt die Erfahrung, dass es da so bestimmte Subbranchen gibt, die halt ein deutlich voneinander abweichendes Risikoportfolio aufweisen. Generell gilt, je mehr Betrug Sie haben, desto wirksamer ist Machine Learning auch. Machine Learning ist immer deutlich wirksamer als ein klassischer Score, ein klassisches Regelwerk. Wenn Sie in einer Subbranche sind, die sehr, sehr wenig Betrug mehr hat, dann wird Ihnen auch Machine Learning was bringen. Aber natürlich ist der Hebel viel kleiner, weil Sie auf ein viel niedrigeres Niveau starten. Wenn Sie schon fast keinen Betrug haben und diesen fast keinen Betrug auf noch weniger reduzieren, ist es ein kleinerer Hebel, als wenn Sie ein veritables Betrugsproblem aktuell haben. Da möchte ich gerne das Stichwort Optimierungsgrad anfügen. Es geht letztendlich darum, dass der Algorithmus anders funktioniert als ein normaler Score. Ein normaler Score, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, da steckt logistische Regression dahinter. Das ist ein klassisches statistisches Werkzeug, was sehr verlässlich ist, was aber eben nur eine einfache Optimierungsstrategie beschreibt. Das heißt, es wird einfach ein mathematisches Modell an die vorliegenden Daten gelegt, gefittet, wie wir auch sagen, in der Fachsprache. Und das Ergebnis ist dann eben der Score. Ganz vereinfacht formuliert natürlich, da kann man auch deutlich mehr zu sagen. Beim Machine Learning ist es eben anders. Ne? Beim fortgeschrittenen Machine Learning Modell, wie zum Beispiel Gradient Boosting oder künstliche neuronale Netze, ist es so, dass wir von einem mehrfachen Optimierungsprozess sprechen. Sehr gerne spreche ich in dem Zusammenhang auch die Analogie des Golfspielers an, der versucht, das Loch zu treffen. Er versucht es natürlich beim ersten Mal zu treffen, wird es meistens nicht schaffen. Aber er hat ja noch einen Versuch und er kommt immer näher ran. Vielleicht schießt er auch mal ein bisschen zu weit, dann muss er wieder zurück. Aber er hat immer noch eine Möglichkeit und trifft irgendwann das Loch. Und genauso ist es eben bei diesen modernen Machine Learning Verfahren auch. Thank you.
Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es geht im E-Commerce darum, welches Produktportfolio hinter dem jeweiligen Shop steht und auch, aber das ist damit natürlich verknüpft, welches Kundenportfolio am Ende diesen Shop charakterisiert. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Shop bin, der Elektronikartikel verkauft, dann habe ich ein höheres Betrugsrisiko, als wenn ich einen Shop bin, der klassische Mode, zum Beispiel Jeans oder einfach unkomplizierte Mode für die Freizeit verkauft. Interessant wird es dann, wenn wir wirklich über Mode sprechen, wird es zum Beispiel bei Markenartikeln, teure Markenartikel, sei es teure Jogging-Schuhe, sei es teure Kapuzenpullis, da gibt es so bestimmte Marken, die sich darauf spezialisiert haben. Das sind dann Produkte, auf die Betrüger natürlich sehr, sehr scharf sind, die Betrüger gerne haben wollen, weil sie mit sehr, sehr viel Gewinn weiterverkaufen können. Und jetzt ist es so, das Machine Learning funktioniert immer, weil es gibt überall Betrug, aber der Hebel ist unterschiedlich groß, weil die Menge des Betruges einfach variiert zwischen den verschiedenen Segmenten und je nachdem, wie viel Betrug ist, habe ich eben auch mit dem Machine Learning einen stärkeren Hebel, einen stärkeren Skaleneffekt. Das heißt, es gibt bestimmte Branchen, da ist Machine Learning besonders gewinnträchtig, aber lohnen tut es sich immer.